Hallo Welt, da sind wir wieder hier mit Bruder Egan. Gehen wir jetzt zur Wasserhalle. Hoffentlich weiß er auf sich aufzupassen, er hat ja ein schönes Schwert dabei. Wir nur diese kleinen Dolche. Er wartet aber brav auf uns. Oh, der kann aber schnell rennen. Moment mal, waren wir da drin? Nein. Sollten wir da vielleicht, hätten wir vielleicht vorher reingehen sollen ohne ihn? Oh, ich würde ihn gerne hier warten lassen, wenn das ginge. Ich glaube, der wird es nicht überleben da drin. Wenn wir weitergehen, bleib bitte in meiner Nähe. Ich verfüge über keinen nennenswerten Mut, ehrlich. Ihr könnt gerne Vater Dünnwell fragen. Aha, vielleicht ist es besser, wenn du nach Hause gehst. So, und ich kümmere mich hier um das Relikt. Was ist denn das für ein Ort hier überhaupt, wo du mich hingeführt hast? Laut Legende hat sich der große Feinmagier Aman der Gerissene in diese Höhlen zurückgezogen, um seine Schätze vor den Sterblichen zu verbergen. Darunter war auch der Selki-Schleier. Ach so. So ist das also, ja dann. Dann machen wir weiter. Man sieht sich. Ich hab dich ja jetzt wohl nicht getroffen, hoffentlich. Hoffentlich gibt's keinen Friendly Fire. Wir nähern uns langsam. Mana-Regenerationstrank, der ist einfach. Ulmenholzstab und edler Kaiser Eisen Kiteschild. Ja, bei dir funkt's wohl. Bei mir auch. Fiese Fallen sind hier aufgebaut. Gold. Na, sind Zum wir Glück da? Habe ich mein Schwert dabei. Wenn ich erst mächtig bin, werden Höhlenkreaturen angsterfüllt vor mir davonlaufen. Okay. Dann auf bald. So ist es wohl. Der wird sowas von sterben gleich. Hier wird irgendwas kommen. Oh, der betäubende Hammer. Endlich haben wir ihn. Knappes Langebogen. Kyras des Schildes und Goldmünzen. Goldmünzen. Wir müssen den Schleif. Ja, guck mal, was hier vorne ist. Autsch.
Das war eine ganz fiese Falle. Hättest du das nicht machen können? Selkie-Schleier. Ich jetzt hat's mal nicht. Komm. Ich hab den Schleier schon. Was macht denn der? Moment mal. Vielleicht ist der ja für uns auch gut. Standhafter Faustschild. Nö, dann ist das ein Accessoire? Nee. Das müsste doch, ja, sowas wie eine Robe oder so etwas sein. Eine Mütze. Ach, hier oben ist er ja. Selkie-Schleier. Okay, wir können den noch nicht tragen. Plus 15% Mana-Regeneration pro Sekunde. Mhm. 15% Chance pro Treffer. Einmal Mana zu rauben und plus 10% Chance auf Mana-Raub, minus 10% Mana-Kosten. Sehr schön. Angeblich labte sich eine verzauberte Kreatur von den Nordinseln an dem Mana, das von Sterblichen wiedergespiegelt wurde, die vom arkanen Schleier angezogen wurden. Aha. Grüß Gott. Achso, weiter geht's. Wo bist denn du? Ach, da geht's gleich wieder raus. Und da unten ist er. Goldmünzen, primitives Stahllangschwert. Aber das passt alles noch rein, oder? Maran wird schon bald belohnt werden. Dass wir so viel tragen können. Oh. Und Fässer. Wichter haben es ja ganz schön drauf. Hätte man gar nicht gedacht von so Wichten. Kommt.
Wer sitzt denn hier? Wer bist denn du? Was ist denn das? Unser kleiner Egan hat eine Freundin gefunden. Ich habe so das Gefühl, als könnte daraus ein Problem erwachsen. Moment. Selkie-Schleier? Davon schon mal was gehört? Der Legende nach verleiht der Schleier seinem Träger sonderbare Fähigkeiten. Feienfähigkeiten. Ihr könnt euch also vorstellen, warum mein Bruder und ich neugierig darauf sind. Finna und Abos also. So. Dann erzählt mal, was ist eure Geschichte? Vor dem Krieg haben wir Rathier von innen heraus geplündert. Wir waren dabei so erfolgreich, dass die Kriegsgeweihten sogar Kopfgelder auf uns ausgesetzt hatten. Sie waren nicht hoch, aber doch hoch genug, um stolz darauf zu sein. Doch leider hat alles Gute auch irgendwann ein Ende. Als der Krieg so viele andere zu Banditen machte, waren wir gezwungen, hierher zu kommen. Wenn ihr mich fragt, war es so das Beste. Und was habt ihr vor mit Bruder Egan? Ein reizender Junge, wenn auch etwas einfältig. Mein Bruder und ich mögen die Ahnungslosen und Übereifrigen. Er hätte noch so viel mehr für uns getan, wenn ihr nicht gewesen wärt. Ja, so ist das. Und ich muss dir noch was verraten. Ihr seid keine Feien. Offensichtlich. Jeder, der schon mal eine Feie gesehen hat, würde das bemerken. Doch anders als bei dem kleinen Egan hier hausen in eurem Kopf nicht bloß Fantasien. Die Feienlande bieten fruchtbaren Boden für Spiele. Ihre Einwohner sind so einfältig, dass ihr euch ohne jede Mühe die Taschen füllen könnt. Werdet ihr uns geben, was rechtmäßig uns gehört, oder müssen wir ein neues Spiel beginnen? Mein Bruder und ich sind stets bereit zum Spielen. Wer ist denn wohl der Bruder? Also, und wenn ich sie behalten möchte? Der Schleier ist mein, ich habe ihn geholt. Kommt und holt ihn euch, der Schleier ist verflucht. Verflucht? Anscheinend kennt ihr euch mit Unglück gut aus. Behaltet den Schleier. Es gibt noch andere Schätze in den Feienlanden. Aber unsere Wege sollten sich besser nicht wieder kreuzen, sonst fügt mein Bruder euren Narben eine neue hinzu. Hab ich Narben? Hat unsere Lucretia Narben irgendwo? Lebt wohl. Ihr bringt den Säugling Egan am besten in seine Wiege zurück. Seine Mutter macht sich bestimmt Sorgen. Ja, sag das doch nicht so laut. Der steht doch da hinten, der hört das doch. Lebt wohl. Ich hoffe, dass es... Ich wusste es nicht, woher auch. Bevor ich nach Gorhard kam, kannte ich niemanden außerhalb meiner Familie. Alles war so neu, so magisch. Haltet ihr mich für einen Narren? Und Vater Dünnwell, kommt, gehen wir zurück zur Mission. Ich muss bei vielen um Verzeihung bitten. Man sieht sich. Hey, wo hast denn du dein Outfit her? Ist das dein Bruder hier? Hoffentlich seid ihr klüger als der arme Egan. Aber so wie ihr ausseht, eher nicht. Ha, ha! Na, warum sollte ich? Ich habe gar nicht vor, so etwas zu sein, wie du mir da nachgesagt hast. Wer ist ein Finna? Und was ist ein Abos? Zwischen meiner Zwillingsschwester und mir besteht eine äußerst enge Verbindung. Das erlaubt uns ein reibungsloses Arbeiten, ohne uns beraten zu müssen. Man könnte sagen, wir handeln als Einheit. Und was wollt ihr von Bruder Egan? Ich fürchte, der arme Kerl kümmert mich nicht genug, um eine Meinung über ihn zu haben. Er taucht kurz in meinen Gedanken auf und verschwindet wieder, ohne sich einzuprägen. Genau solche Narren, die keinerlei Eindruck hinterlassen, sind meist am nützlichsten. Na, dann lebt mal wohl. Lebt wohl. Naja, irgendwie nett sind sie ja, aber auch ein bisschen verrückt. Selber wie Kinder ein wenig. Kinder sind also verrückt. Ja, der kennt den Weg aber ganz genau. Musst du? Ich dachte, du wolltest einen Baum gießen jetzt.
Boah, da ist ja richtig eine Stadt drin noch. Naja. Müssen wir zur Mission zurückkehren? Mich dürstet nach Abenteuer, Magie und Macht. Obwohl, eigentlich machen mir all diese Dinge Angst. Ja. Also ihr geht nach Hause. Und da werdet ihr vielleicht ein paar Bücher lesen über all die Dinge, die ihr so faszinierend findet. Vielleicht erfindet ihr mal ein Spiel oder so etwas. Vielleicht ist es am besten so. Diese neue Welt ist gefährlicher, als ich erwartet hatte. Und ich habe seit Tagen nichts gegessen. Na, siehst du. Dann lebt wohl. Man sieht sich. Hallo. Bei Mitaru. Egan ist wieder da. Was euch betrifft, ihr habt meiner Bitte Folge geleistet. Und dafür ist euch St. Otwig auf ewig dankbar. Betrachtet diese magere Belohnung als Spende für eure Sache. Denn ich bin sicher, dass es eine aufrechte ist. Ja, die wappnenden Dolche. Gut. Bruder Egan, was passiert jetzt mit ihm? Was ist los mit ihm? Wir haben es allein der Gnade Mitarus zu verdanken, dass Egan zu uns zurückgekehrt ist. Und natürlich hattet auch ihr euren Anteil an diesem Wunder. Die Wege der Obrigkeit sind mannigfaltig. Ja. Okay. Dann. Das Ruhehaus. Ich wollte gucken, was das ist. Du hast im Moment keine aktive Quest. Drücke Escape und rufe dein Quest-Tagebuch auf, um eine festzulegen. Oh, Mais. Reliquia. Die Kapelle. Eine Truhe mit edler Eisenhelm, Eisenschakrams und Goldmünzen. Oh, noch eine Truhe. Gold. Heiltränke. Dein Inventar ist voll. Okay, um Platz zu schaffen, musst du Gegenstände zerstören oder verkaufen. Oder den Rucksack kaufen vielleicht. Gucken wir uns mal das Ruhehaus an, aber pst, Ruhe. Oh, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. In dieser Folge haben wir Egan nach Hause gebracht, zur Mission. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.